So, und da sind wir schon wieder bei Need for Speed Payback und herzlich willkommen. Wir wollten ja jetzt den Bel Air optisch etwas aufmotzen. Dazu schauen wir einfach mal in die Garage. Wo sind die Schrottteile, von denen du erzählt hast? Zeig mal her. Die Schrottteile sind... überall, siehst du doch. Nein, Spaß. Da sind die Schrottteile. Chevrolet Bel Air 1955. Falsch, erstmal gucken. Nochmal gucken. Genau, wir hatten jetzt den Käfer, den haben wir auf Runner aufgebaut. Gut, also wird der Bel Air Eraser. Los geht's. Das Racer Setup? Es ist schnell und wendig genug, um in Straßenrennen mithalten zu können. Okay. So, Racer Setup aufbauen. Yes. Yes, yes, yes. Kann ich zu dem Wagen verwenden? Yep. Der 55er Bel Air, eine Legende der 50s. Da bekommt man Lust auf einen Milchshake mit einem Date am Drive-In. mit dem Date am Drive-In, genau. Oh, die Felgen sind nicht mehr schlecht. Die Felgen könnte man sich gewöhnen. So. Ich würde sagen, PS 180, naja. Optik. Okay, fangen wir erstmal beim Dach an. Was ist da der Unterschied? Ich glaube, da gibt es keinen, oder? Die Blende vorne ist auf jeden Fall schon mal, was soll ich denn sagen, geil. Schön auf Oldschool. Richtig geil. Ansonsten wird sich nicht viel ändern, oder? Nee. Ja, na, dann fällt die Überlegung ja einfach. Oldschool. So. Dachlichtleiste oder vielleicht brauchen wir nicht. Fenster. Lassen wir das so? Nee. Wie gesagt, 25 ist bei uns Standard. Ich mache bei mir immer 25. Motorhaube. Da haben wir viel zur Auswahl. Need for Speed. Okay, lackiert halt. Ui, schön. Das ist halt auch oldschool. Das ist oldschool. Mit geriffelten Luft einlassen. Das ist dämlich. Das sieht natürlich richtig geil aus. Aber wir wollen ja oldschool. Schön mit geriffelter Motorhaube wegen der Luftkühlung. Na, man sieht's gar nicht. Ja, da doch, jetzt sieht man's. Dann nehmen wir das, würde ich sagen. Grill, ja. Was ist da jetzt der Unterschied? Okay. Mir gefällt damit die Merkgittern. Nee, da gefällt mir nicht. Da auch nicht. Also entweder der oder der. Also ist, denke ich, glaube Silber und das ist Chrom. Ich sag mal, machen wir erstmal Kotflügel und Schuhschau und alles, damit wir vielleicht den Unterschied besser sehen. Frontstoßfänger.
praktisch. Oben an der Motorhaube ist noch die Chromleiste, seht ihr das? Und dann der Grill außenrum Silber. Also, fällt mir ganz einfach die Entscheidung. Originale bleibt dran. Sieht sportlich geil aus. Reicht. Klar, die Stoßstange vorne macht ihn etwas sportlicher. Genau, das wollten wir ja, Außenspiegel. Ah, schön chrom. Ich würde sagen, da können wir ruhig den Chrom, den Spiegel nehmen hier. So, genau. Bisschen schick. Am Geld soll es nicht liegen. Passt optisch nicht. Auch nicht. Was ist das? Ändern. Das passt optisch nicht. Das ist original halt, ne? Aber das, ne, die schwarze Leiste unten passt nicht. Ne? Seht ihr das? Ich hab eine schwarze Leiste dran. Das ging noch, aber ist halt auch chrom, ne? Wir machen das erstmal ran und schauen dann später, wie es aussieht. Wir müssen auch noch hier die Kotflügel machen. Das ist echt traurig. Jetzt ist die Frage. Mit Chromzierleisten oder ohne? Ich muss ehrlich sagen, ich finde, ja, das ist, oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Dann schwierig. Ich finde irgendwie ohne das Chrom sieht er bulliger aus, oder? Da ist das. Nee, komm, wir machen Chrom ran. Wir können es immer wieder noch abwählen später. Jetzt gucken wir, was noch alles so da ist. Regleuchten, ja. Leicht dunkel. Nicht komplett dunkel. Hässlich. Die gefallen mir. Wo ist der Unterschied? Ah, okay. Ja, müssen wir entscheiden, mit Zeichen oder ohne? Na, wenn, dann mit, oder? Bei dem machen wir mit. Ja, Nummernschild. Welche Frage? Hier schon mal Nummernschild, ne? So lassen, fertig aus. Ganz einfach. So, Heckstoßstange. Jetzt halte ich bestimmt gleich aus die Socken. Dezent. Hat natürlich was, ne? Da haben wir ja vorne schon original die Stoßstange zu haben. Ohne Chrom, würde ich sagen, bauen wir hinten auch ohne Chrom ran, weil sonst sieht es dann so aus wie gewollt und nicht gekonnt.
haben wir eine gute Mischung, denke ich, zwischen Tuning und Original. Finde ich. So, Heckdiffusor. Ich glaube, das brauchen wir bei dem Auto nicht. Das sind sowieso die ganzen Standard-Diffusoren. Und wie sieht. Guckt euch das mal an, wie sieht das denn aus? Wir wollen den der Original, oder? Klar, kann man machen, aber. Ne, Leute, tut mir leid. Funktioniert nicht. Auspuff kann man aber andere Röhrchen höchstens dran machen. Ja, was ist denn los? Das ist doch mal eine Optik. Ja, jetzt werden wieder viele kommen. Ich denke, du wirst auf Original umbauen. Das passt gar nicht. Nee, hässlich. Zu übertrieben. Was ist mit denen? Die sind einfach chrom oder was? Die sind Silber, die sind chrom. Ich muss sagen, ehrlich Leute, die Führerhaus von Lager gefällt mir am besten. Das ist halt dann so eine gute Mischung zwischen Original und trotzdem Sportlichkeit. Ich sag mal, nehmen die. Wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Man kann ja alles nochmal ändern. So, Felgen. Ich würde dann den Felgen gar nicht so viel machen. Ich würde die sogar drauf lassen. Also, ich würde die so lassen. Bremsscheiben kannst du noch was ändern. Okay, wir haben jetzt Bremstrommeln drin. Machen wir einfach mal. Ja. Man sieht nicht viel. Dann machst du mal die ersten rein. Ja. Hinterräder. So. Aber ob ich an den Felgen was machen würde, also das ist eine gute Frage. Die Größe. Kleiner. Ja, so würde ich es machen. Dass es ein bisschen sportlich aussieht. So. Na, das sieht doch schon besser aus. Felgen etwas größer. Okay. Farbe wird extrem schwierig. Ich habe da jetzt noch gar keinen Plan, wie es auf jeden Fall, weil erstmal das Auto ein Stückchen runterholen, Stanzabstimmung. Höhe, also. Na. Ja, extrem viel kommt da nicht runter. Aber reicht. So, Leute. Ich habe bei der Farbe keine richtige Ahnung, was ich da wählen soll. Also machen wir später. Na, das ist natürlich extrem Porno. Weiß. Ja. Macht ihn auf jeden Fall sportlich aus. Das hat was. Wir machen erstmal in der Farbe. Was haben wir denn noch? Ja, das ist natürlich. Also, was willst du denn da noch sagen? Das sieht natürlich geil aus. Das sieht natürlich ordentlich geil aus. Okay, schauen wir weiter. Auch nicht, aber irgendwie passen sehr viele Farben zu diesem Auto. Mann, ey. Gefällt mir gar nicht. Gucken, was die Community so gemacht hat an dem Auto. Ich hoffe mal, die haben nicht so extrem übertrieben. Ja, ne. Klar, ein Taxi. Schöne Farbe. Aber das macht mal die Entscheidung einfach nicht einfacher. Was sagt denn ihr? Lieber eine
Racing-Lackierung oder lieber so was Einfarbiges, was Schönes, Einfarbiges, nicht so übertrieben. Sowas zum Beispiel. Oder wie für uns das Rot. Zweifarbig halt. Was ist das? Warte kurz, ich habe hier was entdeckt. Was ist denn das? Ey Leute. Welcher Spritzer macht das denn? Das geht wohl zugrunde im Spiel hier. Okay, machen wir weg. Muss ich nicht drüber reden. So ist halt das Auto auch ziemlich sportlich, ne? Ich weiß nicht, ob Rot passt irgendwie zu den goldenen Felgen. Wollen wir das erstmal drauf machen? Ja, lassen wir das erstmal dran. So. Da haben wir uns soweit erstmal optisch. Perfekt, würde ich sagen. Die verlegt haben wir. Airbrite müssen wir nicht unbedingt einbauen. Optisch haben wir eigentlich, muss ich sagen, nicht zu übertrieben, aber trotzdem dezent. Jo, Leute. Also dann haben wir den fertig. Ich werde dann mal gucken, ob wir ihn überhaupt tun können. Oder wir fahren dann erstmal noch ein paar Rennen. Damit noch ein bisschen Geld reinkommt. Obwohl wir haben 964.000, ich denke, da können wir dann nur noch ein bisschen, ein kleines bisschen Tuning betreiben. Das wird aber definitiv dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ein Däumchen nach oben und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.